Was geht ab, Leute? Heute ist soweit, wir spielen den Squid Game Tycoon. Wir haben ja schon das normale Squid Game ein paar Mal gespielt, wir haben es gewonnen. Wir haben es einmal so gemacht, dass wir Leute töten und noch viel, viel mehr, Freunde. Und man kann hier schon mal sehen, hier ist quasi der Collect-Button, wo wir natürlich unser Geld holen, Freunde. Drückt auf jeden Fall gerne selber auf den Like- und Abo-Button, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt. Dreht auf jeden Fall einmal ganz euer Handy, drückt auf die Glocke. Und Freunde, es gibt jetzt sogar meine eigenen Kalender, die ihr euch vorbestellen könnt. Also Adventskalender für die Weihnachtszeit. Links in der Beschreibung. Also wenn ihr den haben wollt, dann würdet ihr auf jeden Fall zuschlagen. Sonst werden die halt schnell ausverkauft und dann, ja, kriegt ihr halt leider keinen mehr zu Weihnachten. Ne? Deswegen fragt gerne eure Eltern. Ist auf jeden Fall Schokolade drin. Aber ich würde sagen, Freunde, wir sammeln jetzt hier schon mal ein bisschen Geld und holen uns hier den ersten Dropper und fangen jetzt hier schon mal an, unsere Basis zu bauen, Freunde. Und ich merke gerade schon, wir kriegen zwar Geld, aber nicht sonderlich schnell Geld. Also wenn der nächste 100 kostet, wir haben gerade mal 18 Dollar, sehe ich schon, dass wir uns eine kleine Finanzspritze holen müssen. Hier, guck mal, 50.000 Dollar für 25 Robux hört sich eigentlich an nach einem fairen Angebot. Deswegen würde ich sagen, das Ganze machen wir doch mal. Und wir können es jetzt so machen, dass wir jetzt hier den ersten bzw. den zweiten Dropper kaufen können. Dringend her den vierten Dropper oder den dritten Dropper, Freunde. So ein Polisher, Purifier, also alles mögliche schon mal so ein bisschen geholt. Und wir können jetzt hier sogar, ich sehe gerade, einen Death Dropper kaufen. LOL, für 5.000 Dollar. Da kommt wahrscheinlich was richtig Heftiges raus, oder? Kann das angehen, Freunde? Ich guck gerade mal. Nee, ist genau dasselbe. Aber ich glaube, wir können es so machen. Oh, guck mal. Wir können das Ganze ein bisschen schneller laufen lassen. Defcon Via. Guck, wie schnell es jetzt läuft. Oder die Wände nochmal upgraden. Wände upgraden und dann kann man sehen, ist auf jeden Fall hier schon mal ordentlich am Start. Wir haben jetzt hier 1.600 Dollar, die wir nutzen können und können jetzt hier davon wieder neue Sachen kaufen. Hier kosten die zum Beispiel halt voll viel. Oh, wir können nukleare Power kaufen. Okay, wir haben jetzt gerade nukleare Power. Ich weiß zwar nicht, was uns die bringt, aber... Oh, doch. Guck mal, wie schnell die jetzt da reingehen. Das ist ja unnormal, Freunde. Okay, also wir haben jetzt gerade 27.000. Wir können jetzt hier schon mal Upgrade-Dropper... Oh, wir können Dropper upgraden. Das hatte ich auch noch nie, dass man die Dropper upgraden kann. Wie krass ist das denn? Okay, wir upgraden jetzt mal die Dropper, Freunde. Das heißt, die Bällchen werden ein bisschen größer, wie man sehen kann. Und wir haben jetzt auf jeden Fall alle geupgradet, die man gerade upgraden konnte. Und ich glaube, wir müssen hier gleich mal anfangen, eine Wand zu bauen, bevor gleich die ersten kommen. Und wie einer wie der da vorne uns holen möchte. Das heißt, ich komme jetzt hier schon mal eine Wand für 50 Dollar. Zack, die nächsten Wände kaufen. So sollten wir auf jeden Fall schon mal fürs Erste sicher sein. Gut, eine Owner-Tür, die kostet 50.000. Das Geld habe ich gerade leider nicht. Das heißt, darauf müssen wir auf jeden Fall sparen. Aber wir können das so machen, Freunde. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier um die Ecke. Genau, weil da können wir nämlich hier die Conveyor nämlich upgraden. Jetzt haben wir schon mal ein Nuklear-Conveyor und die Dinger laufen so schnell, ne? Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Die Dinger laufen so schnell. Wir haben jetzt schon mal 6.000 Dollar erreicht. Ich muss sagen, ein bisschen enttäuscht muss ich, also ein bisschen enttäuscht bin ich schon, muss ich sagen, weil 6.000 Dollar für so viel Geld, wie wir gerade ausgegeben haben, ist gerade Autocollector, ist auf jeden Fall auch nicht so schlecht, ne? Komm, wir machen jetzt mal Autocollector, hier 99 Robux kostet das, würde ich sagen, machen wir, dann müssen wir nicht jedes Mal unser Geld collecten, Leute, das heißt, jedes Mal wird unser Geld quasi von alleine collected, oder wird es jetzt auch so gemacht, ich weiß gar nicht, ne, da wird auch trotzdem Geld gesammelt, okay, also anscheinend, ja, holt euch das dann lieber nicht, Freunde. Sage ich auf jeden Fall schon mal so. Wir können jetzt auf jeden Fall schon mal die Wände noch ein bisschen upgraden. Und Wände upgraden und gut, Voodoo-Wände können wir leider nicht machen. Wir kaufen jetzt mal ganz kurz 50.000 Dollar. Damit sollten wir auf jeden Fall schon mal die Voodoo-Wände kaufen. Also 25 Robux ist jetzt nicht so besonders viel. Deswegen hier können wir es auf jeden Fall jetzt easy machen. Oh, wir haben jetzt die Wände echt gut geupgradet, ne? Okay, ich guck mal ganz kurz. Wir gehen jetzt mal nach oben, Freunde. Collecten nochmal ganz kurz hier das Geld. Wir gehen mal in die zweite Etage. Und können jetzt hier auf jeden Fall... Was, das kostet schon 1 Million und sowas. Okay, warte mal. Conveyor für 1.000 Dollar. Conveyor-Wände und Dropper kaufen wir jetzt ganz kurz mal hier. So, oh, wir können schon wieder nichts kaufen. Okay, ich muss jetzt, glaube ich, mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ich würde mal sagen, ich kaufe jetzt mal ganz kurz 375 Millionen. Okay, ich kaufe mir jetzt das, Freunde, okay? 500 Robux ist schon ordentlich viel, aber genau das kaufe ich mir jetzt. Ich kaufe mir jetzt davon auch direkt hier die ersten guten Sachen. Und zwar hier einmal ganz kurz den Mega-Dropper, dann hier nochmal so ein paar Sachen, ein paar Waffen auf jeden Fall, Nuklear-Drill. Hier alles wird sich jetzt gekauft, Freunde. Wir werden jetzt den ganzen Tycoon durchspielen. Ich sag's euch so, wie es ist. Wir bauen hier die heftigste Etage. Wenn es sein muss, baue ich hier
bis zum Morgengrauen. Dann dritte Etage auf jeden Fall schon mal. Wir können den Boden auf jeden Fall wieder erweitern. Und dann können wir jetzt zum Beispiel so einen Nukleardrill weiterkaufen. Hier sind zum Beispiel so Newbie-Dropper und sowas, Freunde. Also wir haben auf jeden Fall ordentlich was, was wir hier kaufen können. Wir kriegen dadurch die ganze Zeit ordentlich Geld. Das Ding ist, wir haben jetzt hier gerade immer noch 360 Millionen, was halt mega viel ist. Also wir können jetzt zum Beispiel noch so einen Dev-Upgrader kaufen. So, dann haben wir auf der Etage, glaube ich, alles gekauft, was wir kaufen konnten. Was halt echt stabil ist. Ne? Das heißt, wir können schon mal in die nächste Etage gehen. Oh, hier irgendwie ein Jet. Hier ist irgendwo ein Jet. Okay, wir können schon mal vierte Etage kaufen. Also es wird quasi ein Hochhaus. Dann können wir jetzt hier zack, 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 alles so krasse Dropper kaufen, die uns gleich richtig viel Geld bringen werden. Guck mal, wie das abgeht da unten, Freunde. Ich sag's euch, wir machen jetzt heute den hässlichsten Tycoon, den ihr jemals gesehen habt. So, hier, ganz kurz Erweiterung. Hier können wir ein paar Waffen kaufen für 300.000. Ja, so ein paar Gewichte. Aber die Waffen brauche ich gerade noch nicht. Also, die könnte schon interessant sein, muss ich sagen. Freunde. Die ist, glaube ich, schon interessant, ne? Ja. Krieg ich den geholt? Ich weiß nicht. Ich krieg den. Oh, ich muss nachladen. Oder vorne. Den krieg ich wahrscheinlich geholt. Die da so rumsteht. Ich glaube. Ja. Ne, anscheinend nicht. Okay, aber kein Problem, Freunde. Das ist alles nicht so schlimm. Wir können jetzt hier den Newbie-Dropper wieder kaufen. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein paar neue Dropper, die wir wieder kaufen. Und dann gehen wir nochmal nach oben und haben dann hier wieder die Möglichkeit, eine fünfte Etage zu kaufen. Was? Okay, hier ein paar Lichter. Conveyor kaufen. Floor Extension, Amnesie-Driller. Also jetzt können wir die ganz, ganz krassen Sachen hier kaufen, Freunde. Sogar so ein Equalizer. Das ist doch richtig verrückt. Guck mal, hier auch so ein paar Waffen für 5 Millionen. Oh mein Gott. Guck dir das mal an. Mit so einer AK, Freunde. Mit dieser AK kann ich da vorne... Kann ich die abknallen? Treffe ich den nicht? Oder muss ich... Ich glaube, ich muss näher dran sein. Wir werden gleich mal die Waffen austesten. Ich sag's so, wie es ist. Wir gehen gleich mal nach unten. So, hier auf jeden Fall nochmal ein Conveyor kaufen. Das heißt, so ein kleines Fließband. Und hier alles holen, Freunde. Was man dafür holen kann. Ich bin gleich mal gespannt, wie viel Geld wir gleich unten haben werden zum Einsammeln. Weil das Ding ist, wir kaufen ja gerade so viel, dass sie ja eigentlich... Oh, guck mal hier. Nochmal eine sechste Etage, alles klar. So, Conveyor-Wände und sowas. Und hier zum Beispiel mal so ein Helldropper, ja. Also so ein Höllendropper, Leute. Oh mein Gott. Man kann hier echt so viel kaufen, ne. Wir haben so gefühlt schon wieder die Etage schon wieder durch, weil wir können da nichts mehr kaufen. Guck mal, was haben wir jetzt hier? Okay, siebte Etage, also es kann nicht angehen, wie viel man hier, wie hoch man hier bauen kann, Freunde. Ich will mal, warte mal, ich gehe jetzt mal ganz kurz nach oben und kaufe jetzt nur Etagen. Okay, hier, ist schon ein bisschen was gekauft. Mal gucken, was haben wir jetzt hier? Achte Etage. Okay, mal gucken, was wir in der achten Etage haben. Wir haben in der achten Etage, als ob wir die Wände noch upgraden können. Wir können jetzt ein Dach kaufen. Das heißt, 50 Millionen können wir ein Dach kaufen. Oh! Und dann, okay, warte mal, dann mache ich mal ganz kurz hier. Die Etage fertig, genau, wir müssen jetzt hier weitermachen. Oh mein Gott, und dann können wir quasi das Gebäude sogar schon fertig bauen. Was halt mega cool ist. Das heißt, hier Aquadropper, Aquadropper, Aquadropper. Hier nochmal so ein Aqua-Double-Dropper. Ey Leute, ich sag's, wir werden unten so viel Geld haben müssen, ne? Ich werde das gleich mal nachgucken. Wir können jetzt hier die vorletzte Etage bauen. So, und haben jetzt hier zum Beispiel nochmal Upgrade Walls, okay. Ein paar Lichter kaufen, nochmal so ein Fließband. Wie viel Geld habe ich denn jetzt gerade noch, ne? Weiß es gerade gar nicht. Wir müssen jetzt kurz warten. Hier oben wird es gleich stehen. Wir haben jetzt noch... Oh, wir haben noch 240 Millionen. Ey, das ist ja unnormal, Freunde, wie viel Geld wir noch haben. Okay, jetzt kaufe ich gerade ganz schön krasse Sachen. Da ich habe ja nicht mehr 240 Millionen. Huch, okay, so. Oh mein Gott. Ich werde gleich kein Geld mehr haben, oder? So, ich habe jetzt ganz viel gekauft. Das sollte uns nochmal richtig viel Geld bringen. Wir gehen jetzt mal kurz... Pass auf, wir springen jetzt hier nach unten. Und wir haben... Ich konnte doch gerade noch was kaufen, oder nicht? Wir haben hier unten, sind das 46 Millionen? Es sollte, glaube ich, 46 Millionen gewesen sein. Ja, ja, es war 46 Millionen. Okay, das war krass. Wir haben auf jeden Fall schon ordentlich viel Geld dann auch bekommen, muss ich sagen. So, wir kaufen nochmal ganz kurz hier in jedem Bereich Licht. Das ist auf jeden Fall auch von außen alles schön belichtet ist, Freunde. Das ist mal ganz, ganz wichtig, dass halt alles belichtet ist. So, hier gehen wir hoch. So, hier ist schon Licht anscheinend drin. Hier ist anscheinend auch schon Licht drin. Dann hier auch schon alles Oder, da hinten ist noch was, ne? Ne, ist nur Nuclear Power. Okay, das heißt, hier haben wir auch gekauft. So, und dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall auch alles gekauft. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch das Dach kaufen, ne? Okay, ich muss jetzt leider noch mal ein bisschen in die Tasche greifen. Und zwar, belasten. Ich muss noch mal, weil ich halt... Oder, nee, warte mal. Ich kann doch, pass auf, hier unten. Wir haben jetzt hier gerade... Oh, es waren nur 5 Millionen. Oh, Freunde. Oh, ich muss hier noch... Oh, hier ist jemand. Ah, ey, die hat mich geholt. Die ist hier eingedrungen. Die hole ich mir.
zack, zack, zack. Pass auf, warte. Die werde ich mir jetzt so holen, Freunde, mit der AK. Pass auf, das bringt ja gar nichts. Hä? War ja gar kein Schaden. Warum machten die... Okay, warte mal, dann werde ich mir die ganz kurz mal holen. Aus dem Weg, wo ist sie hin, hä? Mit dem Schwert, Freunde. Ist hinter mir. Da, ey, die ist in die Tür gelaufen, die ist ja blöd. Da reingekommen, aber nicht mehr rausgekommen. Na gut. Aber ich würde sagen, Freunde, ein Dach kaufen wir dann nicht. Wir gucken uns das Ganze mal von außen an. Wir haben jetzt hier unser Squid... Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. Was für ein riesen Tower wir haben. Das ist ja unnormal. Okay, das ist echt cool zu sehen. Und ich würde sagen, Freunde, wir haben ja alles fertig gemacht. Also bis oben hingebaut. Das ist unsere Squid Farm. Und da werden auf jeden Fall die ganzen Arbeiter erstellt für die Squid Games. Ne? So, ich würde sagen, Freunde, das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall die beiden Videos aus und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.